So. Ja. Für die Freiheit. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Habe ich die Aufnahme schon gestartet? Die Aufnahme hatte ich schon gestartet. Ne? Möglicherweise ja, möglicherweise nein. Mach erstmal das und dann gib mal ganz kurz nochmal die Maus her. Genau, Bene spielt, er fängt an. Ich darf nur eine Karte weniger ziehen, kurz gucken. Jo, Aufnahme läuft. Geil. Geil, passt. Minimieren. Und Bene, viel Spaß. Hallo. Heute mit einem Gadget-Deck von Colin neu zusammengebaut. Hallo. Colin, kannst du mal ganz kurz erzählen, was ist da anders als beim letzten Gadget-Deck? Boah, wir ganz schon mal viel. Keine Ahnung, hatten wir das? Ja, bin ich der Meinung. Wenn nicht, das ist besser. Das ist besser, genau. Man sieht schon, die Festung ist mit drin, die Fahnenkarte. Genau, Stronghold. Also natürlich nicht wegen dem Effekt, dass er 3000 Angriffspunkte bekommt, wenn er alle drei Gadgets hat. Wäre voll geil. Sondern das ist Monster Stufe 4, ist Maschine, man kann 6-7. Yeah! Haben die zwei Normals haben draußen, naja. Er ist auf jeden Fall kein Laufboy. So. Genau. Das Tollste an Death Pro finde ich, dass die Gadgets das sofort automatisch kommen und ich mal, man nicht nochmal draufklicken muss. Mm. Das ist klasse. Naja, ist ja klar, dass ein Gadget kommt und so. Kannst ja dir nicht auch nichts aussuchen. Ja, das finde ich toll. Dann kannst du ja eine Karte wählen, auch wenn du einen Deck hast, musst du ja eine wählen. Ja, das ist. Könntest du auch was anderes nehmen. Das ist voll toll. Gadget kommt immer nur das eine. Naja, aber ich finde das trotzdem toll. Oh, und dass das war gedacht haben. Aktivier noch Stronghold, hätte es kurzzeitig ein zweites Monster auf dem Feld gehabt. Ja, genau. Das ist ja voll überhand. Ach nee, das extra Deck, wir sehen ja gleich. Das extra Deck ist hier, glaube ich, in Ordnung. Zeit? Ich befürchte fast, die Musik ist ein bisschen leise, aber das ist gerade egal. Ich glaube, Zeit ist hier nicht so gut. Oh scheiße, da habe ich keinen Bock auf Sworn. Ach, das geben wir in Gadgets, kann man das noch hinkriegen. Mal sehen, aber der Friedhof ist ja Medium. Monster-Inkarnation. So, den holen und draufknüppeln, Game. So, Game. So, wir können auch den machen. Ja, komm, Game. Da hat er ja keine Waffe. Achso, kann ich Redox machen? Wie willst du Redox machen? Uah! Was? Ich kann jetzt den. Ich kann auch mit Effekt den holen, zack, und dann... dann kann ich auch ein Gadget ausspielen. Wow, ja, das mache ich so. Nee, ich habe nichts im Friedhof, das kann ich nicht. Genau. Machen. So, also mache ich mal das. Ich kann mir erstmal den Heino holen, das ist Game. Ich hole mir den Heino, Laufboy. Und dann hole ich mir noch ein Monster auf die Hand. Effekt. Hau rein. Verbindung verloren und gewonnen! Jawohl! Sag mir mal ganz kurz zum OTK. Da werden Getrieberiese gekommen. Genau, dann hätte ich mir noch ein Gadget geholt. Einer zur Zeit, sonst versteht man nichts. Genau, Bea. Sag an, ja. Also, das war voll meine Idee der gewesen. Getriebe-Riese kommt, dann ein neues Monster auf die Hand. Frieden. Dann die Fortress und ein anderes Monster abwerfen, kommt sie aufs Feld. Redox und Gadget abwerfen, kommt das aufs Feld. Naja, dann rüberknüppeln und begrenzt Entferner. Hat man ungefähr 9000 OTK. Darum so. voll geil. Gadget ist cool und der ist ein Laufboy. Okay, ein OTK geht nicht immer, aber begrenzt. Genau, nennen wir ihn, er ist Laufboy, dann beende mal die Farce und starte direkt mal ein neues. Ja, weil das ein Laufboy war. Schon das Spiel gewertet, Match, los. Genau. Zack, zack, zack. Reinhauen, Vollbild machen und auf die Haken. So, Mann, ja. Ey, ja, und der Vorteil vom Gadget-Deck ist einfach, das ist unglaublich konstant. Jo, so wie Feuerfaust. Genau, im Prinzip braucht man nur ein Gadget in der Hand, das ganze Deck läuft bereits. Was? Wieder aus? Ja, mit der Maus ein bisschen rüber, sonst hast du ja den Rand mit drin, das sieht uncool aus. Genau. Reicht so. Reicht. Okay. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber du hast recht. Ne? Gucke. Erstmal wieder raus. Die Gegner haben Angst. Machen wir Trick 17. Doch, bei mir klappt das immer ganz gut. Na dann. Der ist auch abbrechen und zählt. Das ist schlecht implementiert. Ja, das geht überhaupt nicht klar. JUnit ist ziemlich schlecht. Mach das mal besser, Steffen. Ja. Keiner das ist, glaube ich, mit C++. Ja, okay. Die UI Frame ist scheiße. Die UI Klasse. Genau, Telegrammometer. das kennt ja Pierre doch gar nicht. Das kennt er ja doch gar nicht. Wir hatten gestern Sherlock Holmes geguckt, den zweiten Film. Ja. Und Sherlock gibt dann Watson den Auftrag, was mit dem Telegrammometer zu verschicken. Mit dem Telegrafen zu verschicken. Und Colin meinte dann irgendwie später, ja, Watson ist doch zum Telegrammometer geschickt. Er hat sogar gegoogelt, ob das stimmt. Ja. Nee, ich habe gegoogelt, ob es sowas gibt. Das Beste ist, 5 Minuten vorher hat noch Sherlock gesagt, was das wieder eigentlich heißen Telegrafen. Soll. Ja. Es war spät. Ja. Und das war schon gegen Ende des Films. Und das sagt Dr. Willow, sagt sowas. Ja. Dr. Willow kann halt nur Mutanten erschaffen. Schön. Und so. Ja.
Und heftiges Zeug. Oh. Tal der Toten. Weil irgendwann wird Colin ja auch so ein, wie Dr. Woodland, irgend so ein Eisding ins Gefängnis sein und dann irgendwann von so irgendwem befreit werden und dann will er einen neuen Körper haben. Ja, und dann ist da nur so ein Gehirn und das Trapdicks. Moment mal. Tricks. Tal der Toten wird Dings, hä? Pfandstörung. Ach, das ist einfach so Anti. Ja, dann macht er das als Feldzauberkarte und legt gleich die ganze Hand. Na klasse. Genau. Kein Bock mehr. Komm, Double Summon, er hat nichts und Exiton warm. So, Frieden, Freiheit. Pustekuchen. Laser. Ja. Das ist natürlich auch. Komm, zählt auf die. Was? Nichts anderes? Geil, ey. Ich habe eine bodenlose Fallgrube gesettet. Glaub ich irgendwie. Sogar noch eine Grenze, das wird eine geile hat. Los, der hat am meisten Power. Los, Würfel, roll. 1-4, und da das kann er nicht mal bodenlos gegen machen. Oder vielleicht hat er auch noch eine normale Fallgrube. Nee, das ist grün, Mann. Grün, Mann. Wo jetzt hier? Ernste Warnung für ihn? Nee, für ihn nicht. Effekt ging schon durch. Teuflische Kette. Oder Zwangs? Die Musik passt gerade voll gut dazu. Ja, was wird er tun? Flappdiwupp. Gar nichts. Flappdiwupp, okay. Richtig. Ach komm, machen wir mal ein bisschen drauf. Ui. Jo, die Fortress. Warum geht einfach mal der Zwangsjacken-Typ? Der in der Zwangsjacke. Nochmal zum Bild, hey, sieht halt echt so aus. Genau, der Urinmann oder Behälter muss oben, muss den Behälter. Wie war der Grüne? Der Grüne ist grün. Das Halb, Mann, das ist so ein Halb. Oder Halb, genau. Ja, das ist der Halb, das ist ganz klar. Ja, sieht ja die ganzen Blitze, die von ihm gehen. Der hat mal 1-4 Angriff. Ja, aber das ist der heftigste von den ganzen. Ja, aber der hat ja 2-5. Ja, aber der Grüne hat 1-4. Ja, das ist gut, ne? Ja, ist hat mich einer noch 1-6. Ne? Nee. Das wäre geil. War ich der Meinung. Nee, die 1-3 guck mal, er hat Abhören verdeckt. Ja, ist der Hulk unter den Gadgets. Den kann ja nicht sein. Das könnte jetzt ja... Vielleicht hat er auch Maxi auf der Hand. Ja, wirklich, aber warum hat er da nicht die bodenlose Fallgrube aktiviert? Dachte er sich vielleicht, weil er eine bodenlose verdeckt hat. Scheiße. Oder wahrscheinlich verdeckt hat. Er hat voll... War so voll getruned. So, ich, nee, ist bestimmt mein eigenes Set. Und dann will ich sagen, ja. Vielleicht liegt da auch ein mystischer Verdeckung, da kommt die ganze eigenes Teil. Das wollte ich gerade auch sagen, ja. Kann sein. Mystisch verdeckt, einfach so erstmal so, ja komm mach und so. Ja, ich weiß nicht, warum man eine Bonus Verlugung nichts hat. Ja, keine Ahnung, welcome to Death Pro. Oh. Erklärt das sich alles? Ich meine, auf Death Pro kann ja auch mystischer Raumteil für einen Effekt nehmen. Ja. Normal. Die neueste Story, vor lang, es war einmal, da hat jemand Dark Working und Pokémon Doktor aktiviert. Ende. Sie earned. Nee, ich will keine 1000 Lebenspunkte. Du darfst trotzdem eine Karte ziehen. Oh, danke. Das ist das Beste überhaupt. Ja. Das ist glaube ich noch besser als MST. Draufknüppeln oder Big Eye? Jetzt hat er wahrscheinlich Rainbow Sack gespielt. Ja, dann knüppel ich erstmal drauf. Nee, ja, erstmal mal den noch besser noch. Ist, Mystischer wird gegen Dark Bribe auf Dark Bribe aktiviert. Du kettest Dark Bribe an. Achso, dann kettest du da gerade an und annullierst den mystischen Raumteil für ihn. Ha! Was jetzt? Well, wenn who's your kann. God now? Ja, mit so. Die Gegnerhandkarte. Das war echt nicht schlecht. Ach, ich habe ja eh Dings, also wie willst du? Na dann. Tolles. Mal schauen. Da ist der fette Getriebewiese. Ja, der hast ja auch noch die Lanze, ne? Was, die konnte ja ganz tolle Sachen vor Effekte. Wow. Oh, das tatsächlich hat das in der ersten Runde. Wollen wir schreiben, dass er ein Lauchboy ist? Nee, sowas müssen wir nicht tun. Ja, er hat das vergessen. Ja, das wäre echt Lauchboy. Oder er wollte erstmal gucken, was wir machen. Irgendwie ist das so ein Fast-Game, wenn er jetzt da nichts mehr hat. Naja, die ist anscheinend eh nichts, wo es vielleicht echt so ein Konter-Ding ist, mystischer Raumteil fliegen. Könnte auch ein Lanze sein, vorhin war der Damage-Karte. Ah. Oh, da werden wir schon. So, was habe ich schon getan? Ich habe ja schon den Gadget geholt, aber egal. Das stört uns überhaupt nicht. Will ich jetzt überhaupt. Ein Tin? Ja. Ein Tidy Tin. Genau, so ein netter Goldfisch ist immer nett. Der ist nicht verkehrt. Das weiß sogar ich von dem Deck. Genau. Was das geil ist. Was ist denn jetzt los? Ja, du hast den Effekt aktiviert und willst eine Karte abwerfen. Ah, oh, Teil der Toten! Mano. Aber egal, mach ich das eben so. Egal, und ja, habe ich die Handkarte verdattelt. Das war ja, ist halt so. Das war nicht schlecht, Bene. Ne? Aber hey, komm, du hast auch nichts dran gedacht. Du hast auch gesagt, ja los, geht los mit Redox. Ich habe nie gesagt Redox. Ne? Was machst du? Du kannst doch die erstmal drauf knüppeln, ne?
Das könnte 1-6 trappern und... Eine Hand. Da ist eine Hand. Ja, dann ist ja, Kacker. Oder Toten, das hat er echt einen Grabwächter. Ja, wenn er Hand hat, ist Deck. Blöd, aber naja, ich würde irgendwas machen. Ja, ich würde einfach... Das Deck würde ich nicht erst machen. Nee. Eimern. Und damit die Verdeckte holen. Ja, dann ist es, keine Ahnung, nachher eine flinke Vogelsteuche, die den Verdeck gesetzt hat. Und was willst du denn damit? Sie mit Begrätze, Pferde, verdoppeln. Dann könnte es noch mit 3000 draufhauen mit dem Getrieberiesen. Nee, die Hand auch einfach mit Redox einfach drauf. Nee, die Hand wird mich jetzt einfach aufregen. Ist einfach so. Ah, ist dein Duell. Ja. Ich will mal einfach schauen, was passiert. Big Eye! Noch eine Bodenlose. Geht gar nicht. Doch, geht. Wenn man sich reingehackt hat und cheatet. Ja. So, jetzt wollen wir, wer will's wissen? Teuflische. Ja, an den bin ich auch nicht vorbeigekommen. Der Spion. Jetzt kann er erstmal seine Flap verdaddeln und dann kann er erstmal draufkommen. Weise Entscheidung. Und da kriegt sogar noch einen Schub durch, schade, Toten. Boah, das ist voll übermächtig. 1-7. Big Eye kann ja nicht mehr angreifen, ne? Oder? Ja, aber nee, ist trotzdem geil. Das wäre auch immer. Ja. Warte. Warte. Ja, denk auch gerade, scheiße, wie hat das gemacht? Ja. Ui. Warte. Ja, der ist noch Maschine, warum auch immer, das wäre voll toll. Den abrutschen. Ja, ne? Das ist so ein Cyborg, abartiger Spion. Beam. Cool wäre er, wenn er jetzt noch die Lanze auf den Gearframe, Geargeist. Das wäre geil, das habe ich auch schon mal gesehen. Lanze und Lanze. Ja, deine Lanze darf nicht durchkommen. Nein. Okay. Ja, nee, ich dachte auch eben, du hättest auf Ja geklickt, weil du auf Ja warst und geklickt hast und du hast Rechtsklick gemacht. ich dachte auch, what the fuck, ey. Ja. Kann passieren. So, jetzt hat er vielleicht einfach noch... Ja, jetzt... Sei denn, er spielt so random noch Schwarzes Loch, ey. Schwarzes Loch? Oh, verdammt. Ne? Komm, jetzt haben wir darüber... Oha! Und da ist doch die Hand. Ja, siehste? War also gar nicht so blöd von mir, Big Eye zu machen. Weil Hände spielt man nämlich mit den Fuzzis neulich zusammen! Ja, ja, er hat auch eine Lanze. Aber das Viech hat kaum noch Power und er hat kaum noch Punkte. Das heißt, er kann nur kann nicht viele Angriffe machen. Und außerdem, die Eishand bringt dir nichts. Gamey, shamey. Ja, erstmal Big Eye bekommen. Ja, sicher. Sei denn, er hat jetzt nochmal fett ne... Ach, der hat er nichts mehr. Na, mal komm. Ja. Vogel! Jetzt hat er gemerkt. Wir sehen, 3, 2, er hat auf Aufgeben geklickt. Ja, ja, aber nicht. Von wegen, vielleicht geht er jetzt schon raus. Dann hatte ich nämlich keinen Bock. Glaube ich nicht, noch Sideborn. Nö, das Sideborn ist hier aber richtig scheiße. Ja, ist es. Egal. Warum hast du denn so erstellt, Colin? Gleich ehrlich mal, Colin. Gute Frage, ja. Ich war es nicht. Ja, das hättest du. Ich habe das Main-Deck und das Extra-Deck erstellt. Wer hat das Side-Deck erstellt? Keine Ahnung. Das war Dr. Willow, sein zweites Ich. Also auf jeden Fall nicht ich, das weiß ich. Okay, Dr. Willow war es. Ja. So einen Scheiß will ich doch niemals machen. Ja, ne? Nein! Oh, guck mal, nochmal. Ja, jetzt hat er Ton erstarrt. Oh, doch. Ja, Grafik der Spion, der Luft und Vogel. Tja. Oder Grafik das Abi, dann kann er sich einen Spion gleich verletzen. Oder eine Hand. Cool. Oder reiben. So. Ja, genau. Was jetzt? Kann ich eine Russen daran rausbringen? Nee. Aber ist das nicht sogar das Bild, was wir beim ersten... Kann gut sein, ja. Ja. Das zurück zu den Wurzeln. Ja, dachte ich mir. Zurück zur Aktfotografie. Ach nee, ist es ja nicht. Du würdest das Wesen wieder aufregen, was wir hier so Aktpornografie machen. Nee, kann nein, immer noch nicht. So. Wir machen das schon mal gar nicht. Ich könnte den Tee rufen. Ja, du machst doch mal diese Art. Achso, ja, das mache ich. Oh, doch, könntest du. Ja, hey, sag ich doch. Ja, hui. Ja, schade, Ton ist scheiße. Ja, das ist auch nicht so. Ja, nächste Karte. Das macht er hier. Das macht er noch nicht. Das macht er jetzt den hier. Und... Eishans! Homotastisch. Ja, irgendwie... Ich war das auch ziemlich, ja, klar, er hat ja die Hände im Decke. Ja. Dann leg mal los, du kleiner Lord, ey. Wir können ihn nicht mehr abhören, die NSA-Karte ist weg. Nein. Ich bin die geheime NSA-Karte, ich höre ihn direkt ab. Ich höre die NSA-Karte. Und hörst du schon? Fapp. Er fappt sich gerade zu den Händen ein. Nee, er macht gerade irgendwie bei den Frioninfilmen. Oh, okay, gut. Yes! Ey, man kann die Hand nehmen und dann mit der Hand, aber der Feuer müsste wehtun, obwohl Eisern ist auch nicht so geil. Nein!
lieber warm. Aber du kannst, wenn mit der Eishand kannst du mal so Cola und so greifen und mit der Feuerhand kannst du so Tee und so greifen. Dann wird der Tee nicht kalt. Das ist voll geil, Mann. Alter. Cola und so wird kalt. Okay, yeah. Das ist dann der Boss. So sieht's aus. Scheiße. Ja. Das war mein Seelenlast. Du kannst einen echten Genius zurückbringen. Ich kann den auf die Hand holen, dann habe ich den. Du kannst Redox, dann kann ich Redox, und Redox dann kann auf Jan zurückholen. Ja. Oder einen Rosenrachen raushauen. Redox rufen. Genau. Ach so, war ehrlich? Ich glaube, das ist gerade die einzige Wahl. Das ist gerade geil. Aktivieren. Und dann eine Seelenlast hinterher. Spezialbeschwörung. Ja. Spezialbeschwörung. Ja, das andere würde sich jetzt sagen. Opfern. Ja, pro je nicht. Aber mal ehrlich, das ist geil, Mann. Ja, da kannst du Seelenlast hinterher und dann hast du wieder eine volle Hand. Ja. Wenn das alles durchkommt. Ach komm schon! Okay, der ist gay. Pimmelwurst, ey. Das ist Game Over. Ja. Ja, eigentlich habe ich nicht so Schraubtelefon im Sideboard. Ja. Irgendwie hast du die hier nicht reingepackt, Colin. Colin, was machst du denn da immer von Blödsinn beim Laptop? Das geht ja gar nicht. Mann, Colin. Also zu Hause ist das Stack absolut perfekt. Absolut, perfekt, ja. Mhm. Dieses dämliche Teil der Tube versperrt einiges. Naja, sehen gleich. Es ist ein Tal voll mit Toten, ja. Mystisch, ja, was nicht viel bringt. Ist nicht mal drin. Außer sich selbst, ich kann den rufen. Ja. So, nein, kann ich nicht. Was? Was ist passiert? Ach ja. Ich den machen? Nee, mir geht gar nichts. Ich kann den Vogel rufen und damit... gar nichts machen. Ey, Moment, ich kann den Vogel aber... Nee, der hat ja ein 7, nicht ein 2. Boost. Booster. Ja, das ist okay. Setze zweimal Seelenlast und beende. Ist so. Jetzt kann man sie nicht anzupassen. Ja, er hat jetzt Panik, Mann. Ja, das ist okay. Ah, ja, scheiße, Grafrichter kann auch kommen. Was macht man dagegen? Wenn ich hier keinen Schatten einsperren drin habe, was habe ich denn noch drin? Okay, er hat ernsthaft Verteidigung gemacht, ja. Cool, passt doch. Verständlich. Ein Panikpurm. Ja, würde da jetzt ein Möbel liegen. Ja. Random nochmal, wo ich Möbel farm. Dann hat er das alles hier verloren. Gibt zwar noch was Neues, aber das ist Respekt. Urinbehälter. Was kann der denn jetzt noch so alles bringen? Er kann dir... Ey, ich hol mir einen neuen, dann mach ich doch mal... Ach, geht ja immer noch nicht. Alter, du 1000, ich kann ja, auch mit die beiden kannst zerstören. Kannst du weghauen, das stimmt wohl. Wer wäre 1000? Die Feuerhand in Verteidigung. Nee, du kannst keine... Ah, doch. Ja, nicht... Wenn er nicht Spiegelkraft oder so hat. Kann er niemals. So, jetzt will ich sehen, aber jetzt kannst du nur den Genius-Zug machen, den Rosenrachen rufen und dann sehen lassen. Ja. Ja, das stimmt wohl, aber damit muss man liegen. Muss man liegen, ja, genau. Warum geht der Rosenrachen nicht? Ist so. Du kannst den Rosendrachen machen, aber dann nicht mehr den Zug mit sehen lassen, dann dahinter meine ich. Oh, ja, du hast sie gestattet. Oh. Upsi. Die gehen dann nicht mit Putt. Ja, aber sonst hätte er einfach drauf geknüppelt und ich wäre weg. Ja. Attacke, Cowboy. Wobei. Attacke, Cowboy. Mein Test 2, du könntest dir zwei Gadgets und wie hat er sich den Cowboy holen sollen? Mit Magie. Oder? Ich weiß nicht mehr mit Seelen, dass der Effekt genau war. Magie macht was noch zwar. Den kann ich machen. Und dann? So, dann soll er machen, dann habe ich eine Festung auf dem Feld. Seelen lass kann Bene nicht mehr? Was? Seelen lass? Nee. Natürlich geht Seelen lassen, weil ich da aus dem Tor der Toten. Achso, okay. So, den lieber. Du kannst auch Redox hinterher hauen. Weil er? Die mit dem Gadget abwerfen, Redox wiederholen. Mhm. Und dann mit Drachen sagt das Tor weghauen. Nee, ihn und ihn selber. Weil die beiden abwerfen, dann holst du Redox wieder. Ja, Redox, ja. Meine ich doch. Hab ich doch gesagt. Ja, was ist denn das? Wie willst du sonst Drachosack rufen? Mit den Vogelmenschen. Okay. Ja, als Synchro. Kann ich, hast du Leo drin? Leo ist auch drin, ja. Hab ich gesehen. Gaylord. Ja, passt. Ich hab doch eine Festung, Mann. Du soll erstmal drüber kommen. Das ist der fixliche Modus. Oh. Oh
mach doch. Er hat alles, wir haben Seelenlast. Zweimal verdeckt. Er denkt, das ist eine heftige Karte. Ey, noch haben wir den Bluff. Noch haben wir den Bluff. Ich glaube, den Bluff hat man schon durchschaut in dem Moment, in dem man nichts aktivieren konnte. Hey, ich weiß nicht, der ist so schlau. Ist er. Schwarzes der hätte er schon vorbemerkt. Wir haben keine Festung mehr, Bene. Was? Keine Ahnung, was der gerade abgeht, Mann. Ja und? Dann holt er den. Guck mich an, ich hab so eine geile Fist an. Die Möffel nach toten Leichen. Ich hab leider keine Eis. Hast du schon mal lebendige Leichen gesehen? Ja, Zombies. Das sind keine Leichen, die leben. Doch, das sind lebende Toten, also auch Leichen. So. Was ist mit hier Vampiren? Das sind auch lebende Leichen. Oh, okay, geil. Boah, Double Summon, aktivier. Wenn ich's könnte. Kann man nicht? Doch, kannst du. Nee, ist so gay. Ach komm. Dann fühlt er sich mit uns verbunden und schreibt uns an, darauf habe ich keinen Bock. Ja, dann tun wir so, als hätten wir seine Freunde. Jetzt. Colin hat schon ganz viele Lover-Beziehungen und will mich mit allen verkuppeln. Mach doch gesegnetes Licht dran. Wow. Kein Finsternis. Oh, gesegnetes Licht, heftig. Kein Finsternis mehr. Könnte ich beschworen werden. Ja, gesegnetes Licht, was sowas. Und irgendwie habe ich auch Bock auf königlicher Erlass. Ja. Aber naja, gucken wir erstmal. Wenn du königlicher Erlass willst, dann hau Abhören raus. Ist ja. Abhören und er hat einfach zu viel Stronghold eventuell noch. Das Horn bringt glaube ich auch nicht sehr viel. Das hier? Ja, der exceedet nicht gerade. Ja. So, also, einmal Seelenlast raus. Ja, gegen Teile Toten. Das war jetzt nicht so geil. Generell Seelenlast bei Gadgets immer. Das ist jetzt, eins kann raus. Nee, ich würde lieber er hat die Hände, Moment. Er hat das andere Horn vielleicht nochmal raus. Beide Hörner raus. Er hat nicht einmal exzellent. In zwei Duellen hat er nichts gerufen aus dem Extra-Deck, also. Also. Vielleicht hat er da blauäugigen Ultra-Drachen und so drin. Ja. Ich fange an. Ja, bevor er auch Exekutionritter und so ein Scheiß aber. Das fängt ja auch ganz gut an, ne? Kann man keine Finsternismonster mehr beschwören? Nein, er kann sie auch setten, dann sehr lieb, das juckt ihn ja dann irgendwie nicht. Naja, aber das sieht ja nicht aus. Ach, die Effekte sind ja negiert und er darf nicht angreifen, ne? Auch nicht. Ja, und er darf das nicht angreifen. Wenn er einen Spion setzt, dann kann er sich trotzdem kein Special. Ja, das geht doch nicht. Überraschung, er hat alle Toten in der Start. Ja, aber ganz ehrlich, ich bin mal gespannt, wer weiß, was er noch drin hat. Er hatte ja auch Tricks, Trap-Burglar. Ach ja, Hände. Das wäre jetzt echt schlimm gewesen, er hätte einfach eine Hand, das würde jetzt eine Hand spielen. Kommt noch. Scheiße. Gefixt. Hey! So, sind ja auch nur 6 Karten, der kann ja nicht immer Hände haben. Festung oder Gadget ausspielen, Stronghold, Exceed. Erstmal ein Gadget. Erstmal Gadget Power zeigen. 20 Gadget, los! Effekt! Ha! Urimon, go! No! Da ist er! Urin Power! Gosh. Der sollte auch den Gegner raufpinkeln. Nee, er muss ja nicht raufpinkeln, er ist ja ein Behälter. Nee, man trinkt draus, das ist ein Behälter. Seht euch das doch mal an, das sieht aus wie ein Behälter. So. Ja, soll ich den und das hier machen? Ich könnte Exitonritter das ganze Feld sprengen, ich habe ja noch ein Licht. Stronghold ist irgendwie auch ein bisschen... Wie willst du das Feld sprengen? Verbindet keine Ahnung, sich mit einem Urinbehälter, einem Zwangsjackmann und Halb. Wie willst du das Feld sprengen mit Exitonritter? Ach ja, der da. Vergiss mal die Aktivierungsbedingungen. Ach ja, stimmt ja. Ja, wäre auch zu schlimm, wenn man den immer machen könnte. Könntest Stronghold, Stronghold, dann den Geargeigant, den Tingoldfisch und dann kannst nächste Runde noch einen holen. Und hast dann immer noch eine zweite Festung. Genau, da haben wir immer die Endlosschleife drin. Warte. Bitte warten. Abhören. Nee, das kann auch nicht sein. Abhören. Nee, wenn dann Empty ist. Oder gar nichts. Yay. Cool, das Schuss. Na, was jetzt? Das macht er mystisch. Ja, ich wartet extra noch. Er hat 2 Lanzen verdeckt. Nein. Ha. Und er ist kaputt. Hallo. Von den Dings, und tschüss. Das ist ein komisches Deck. Ja, aber das kann. Und das Ding ist... Er hat Head-Deck, jetzt auch noch ein Grabwächter. Nein, das muss ich loswerden. Und das war nicht gefühlt. Ich glaube, er hat einfach nur ein Anti-Deck. Nee, er hatte ja schon ein paar Grabwächter drin. Ja. Vielleicht, weil er gerade auch Grabwächter die Feldzauberkarte spielt. Ja. Und das hauptsächlich darauf aufgebaut. Vielleicht würde er halt auch keine Exits und so machen. Na, auch noch einmal. Deswegen kommt das bei Death einfach, weil, naja. Es ist das gesegnete Licht.
Er ist gesegnet. Ist überhaupt aufstehen. Gesegnet ist nicht, man greift an und dann muss man den nicht hier abstehen. Hannes. Johannes. Ne, was jetzt? Hannes, achso, ja. Gegen gesegnetes Licht. Also viel gesegnetes. Yes. Wow. Was ist passiert? Er hat ihn aufgeflippt. Das hat ihn gelagert, ne? Und jetzt hat er noch was gesagt. Er denkt da, heftig. Greift er dein gesegnetes Licht an. Oh Mann. Und jetzt wäre schwerer Sturm geil, ne? Ach ne, er kann ja auch nicht angreifen. Nicht geil, er hat diese vielleicht ein paar von denen verdeckt. Ne, er kann auch nicht angreifen, das macht das toll. So, ja, grünes Gadget und nochmal. Ja, dann nochmal das Gleiche. Genau, so, oh, dann muss ich hier mit Penis-Traum. Ja. Hinzufügen, ja. Achso, nein. Wusstet ihr, dass man sein eigenes Kind Bohrmaschine nennen darf? Man kann es auch Bierkasten nennen. Ja, Bierkasten und Bohrmaschine. Und Julius Caesar ist auch einer. Kann ich es auch Melone nennen oder so? Das weiß ich nicht. Scheiße ist verboten oder Scheißhaufen oder so. Das darf man nicht. Das ist ja frech. Und Lauchboy? Weiß ich nicht, kannst ja mal anfragen. Hey, ich bin Lauchboy. Das ist echt gut. Aber ich will kein Kind zeugen. Trotzdem Lauchboy, Mann. Ich nenne mein Kind Urinbehälter. Ah, cool. Das ist auch nicht erlaubt. Warum nicht? Das ist eine Beleidigung. Genau. Und Zwangsjackmann. Wieso ist das eine Beleidigung? Das ist doch einfach nur Urinbehälter. Zwangsjackmann ist kein anerkannter Name, Pierre. Hulk? Weiß ich nicht. Wäre aber cool. Nein. Es gibt einen Brasilianer, der Hulk heißt. Cool. Verdammt, den Namen gibt's schon. Da muss ich mir was Neues ausdenken. Der spielt in der Nationalmannschaft von Brasilien. Gab ein witziges Video. Ach, stimmt. Aha. Wo zum Hype wurde auch. Sehr schön. In Deutschland fehlt der Blitzkrieg gegen Brasilien. Ja, definitiv. Ich glaube, der Blitzkrieg ist schon wieder zu Ende. Ja. Der ging ziemlich schnell vonstatten. Ja. War ja auch Blitzkrieg. Ja, keine Chance. What? Hatte ich letztens ein Bild im Internet gesehen, irgendwie so, Mutter kommt beim Kind irgendwie so ins Zimmer rein und sagt, aufstehen, es ist schon 8. Was? Deutschland hat noch ein Tor geschossen? Ja, das ist witzig. So. Knüppel. Oh nein! Und? Ja. Aber das sagt man natürlich erstmal, wenn man angreift. Okay, nee, das ist ein Fahrtwächter-Spion. Witzig. Hat er keinen mehr drin? Doch, aber er kann nicht specialen. Ah. Haben wir doch gerade erst gesprochen. Ja, ja, genau. Das. Spiegelkraft aktiviert er jetzt. No. Das war es umgetrieben gewesen. So, so, kannst gehen. Hm. Nächste Runde kann ja noch einer kommen. Also, ui. Und was war los? Der Grabwächter ein und nervt gerade ein bisschen. Ja. Eigentlich nur Teil der Toten. Ja. Drei Karten. Was? Ich glaube, wir nerven ihn gerade ein bisschen mehr mit gesegnetem Schicht. Das hat er aber auch verdient. Ja. Gesegneter Schiss, ja. Ja. Gesegnete Sicht dürfte gegen Shadow gut sein. Ja. Ja. Ach, Lichteinsperrende, die da nicht sind. Ja, Lichteinsperrende an kannst aber nicht dann immer noch spezial bespannen und so. Und angreifen. Genau. Konntest du nicht, gab's nicht auch irgendeines, wo du ein Maschinenmonster übernehmen kannst? War das auch das? Ja. Elektrischer Virus. Elektrischer Virus, genau. Ah. Im Drachenblock. Ja, läuft. Gesegnetes Licht hat auf jeden Fall was gebracht. Aber worin spielt man schon elektrischer Virus? Hatte man gespielt als Drachenherrscher. Genau, gegen Drachensack einfach. Spielst du ja, Masters und... Noch. Ja, heutzutage, gegen keine Ahnung. Gadgets. Ja, gegen Gadgets. Ja, wenn die einmal kommen. Ja, wenn die kommen, du, dann... Nee, Königsliga Wangu ist viel besser. Ja, Königsliga Wangu ist echt genial. Ein Typ hat den zwei, im Main Deck. Ach komm. First Turner spielt Rayo aus, den werde ich los. Zweiter Zug, er spielt Königsliga Wangu aus, den werde ich auch noch los. Dritter Zug, er spielt noch einen Königsliga Wangu aus. Ich denke, fick dich. Okay. Ja. Gegen Gadget, das ist Anti. Ja, er konnte Gadget rausbringen, das war sofort weg. Ja. Genau. Aber wie konnte ich noch ein Tim Goldfish? Konntest du instant 4er Exit holen oder ne, ja. Oder ein Gearframe? Goldfish, wenn ich. Hui. Hallo. No. Mm, ja. Hui, ich kann den und den und den. Hättest du ja auch Black Ship holen können. Das hätte man natürlich auch machen können, aber das ist ja viel zu einfach. Du hättest ja auch den Vogel auf die Hand holen können und dann ganz heftig Leo rufen können.
Ach, die Fortschuss. Ja, das läuft. Ich bestimmt alles machen können. Am besten wir diskutieren das alles vorher, bevor ich mir einen Zug mache. Ja, ja, doch, nachher Lanze. Bringt das nichts mehr. Lanze Nummer 2. Ja, die ist ja halt so wild. Cool, ehrlich? Ja, ich zerschieß. Das war mal dämlich. Wenn ich jetzt überlegen, was ich gerade zerschieße. Fall der Toten. Na, das stört im Moment hier auch nicht. Deswegen, das Tal ist gerade unnötig. Das hier ist anscheinend Laubboy, vielleicht einfach nur so ein von diesen Vögeln da. Und das ist vielleicht eine Eisfahrt, also will ich den nochmal wegschießen, weil ich dann nicht gewusst habe. Ja. Na, was holt er sich noch ein Spion? Und das hat ziemlich gelortet. Also gay gelortet. Oder er dachte, du zerschießt Teil der Toten und er holt sich den Heilung, mit dem er Teil der Toten auf die Hand holen kann. Ach, der... Nee, das... Ich, Ziel wählt man vor? Nee, man da, aber keine Ahnung. Ja, draufhauen. Ja, ist eine Hand, das ist blöd gelaufen. Oh, vielleicht ist es ja eine Eishand. Das ist einfach nochmal, der hat drauf geschossen, gesegnetes Licht. So. Yes. Und sein Tribut hier. Und nochmal der Lauf. Oh. Der kann sich auch selbst suchen. So. Was soll's. Wir überlegen noch ein Licht auszuspielen. Nee, bei falls wir jetzt schwarzes Loch tappt, ja, der so gebombt. Bums. Aber richtig, du. Jetzt kommt eine Hand. Ja, dann kommt sie, ne? Wenn so eine Hand erstmal kommt, dann. Alter. Ach stimmt, wir sind live, ne? Okay. Nee, nicht live. Aber halbwegs live. Ja, auch nicht das. Oh, der war gut. Wir müssen mal einen Live-Stream machen. Nee, geht Buch nicht. Meine Leitung bringt er nicht für. Nicht mal der 20. Jetzt sein Lockfeuer aus und greift das Licht an. Ich will das nächste Licht. Aus Trotz. Ich will ja nicht. Und dann ist er ziemlich gefühlt. Musst du das aber einrichten, sodass das geht. Ja, was willst du jetzt deine Lanze machen, um das Licht noch mehr zu besiegen als vorher? Er Lanze da. Achso. Er kann es ja auch nicht zerstören. Da war ja was. Alter, wie geil. Laufboy. Alter, wollen wir ihn jetzt was schreiben? Was hat er geschrieben? FML? Keine Ahnung. Fuck my Lord? Keine Ahnung. Fuck my Lord, so. OML ist oh my Lord. Ja, FML. Irgendwie ist die Auswahl so groß. Ich weiß gar nicht, was ich erstmal mache. Also erst bei ihm. Ja, alles aber ist es, wenn der Typ zerstört wird, oder was irgendwas suchen? Ja. Wenn der in den Friedhof gelegt wird. Ach, dann ist das schon ja auch scheiße. Vielleicht nach Wiesbewohner? Ja, gucken wir auch. Eine Option, ne? Aber die Fortress kannst du ja auch noch raushauen, wieder. Alter. Einfach mal Gearframe, Mann. Weil du es kannst. Gearframe ist mal gerade drin, Junge. Und jetzt kommt ein geiler Tingoldfisch. Der ist so richtig geil, ne? Das Beste ist sowieso, wenn du einen Tingolfisch spielst und dann einen Tingolfisch specials. Meine Maus ist gerade ein bisschen abgesoffen. Ich hoffe, deine Maus ist nicht ein Ausdruck für, naja. Ja, Bene nennt seinen Penis Maus. Seine Pieps. Maus. Würde ich ihm zutrauen. Gut, das macht mich doch glatt mal. Laufboy. Was haben wir noch sonst hier? Geil, Cowboy. Und der eine Lanze verdeckt, eventuell. Jupp. Wird einfach nur den Typen gerade. Ja, machst du sehr schön, Bene. Danke, ich hol noch eine Festung und damit knüppel ich den da nieder, nachdem ich natürlich vorher Laufboy-Effekt gemacht hab. Ist du was geil ist, der Fisch ist Wasser. Hä? Weiß er nicht. Fortress das doch die Power. Aufgegeben, Überraschung. Er hat eingesehen, dass er hoffnungslos unterlegen ist. Ja. Die Gadgets sind absolut übermächtig. Ja, ja, die Gadgets sind damit toll. Haben wir dann jetzt auch mal die Gadgets abgehakt. Man konnte leider nicht sehen, das zählt. Das geht sehen lassen, ja. Leider nicht, sehen, nee, da war das Deck einfach zu pissig. Was haben wir jetzt noch an Decks, die wir demnächst machen wollen? Monarchen war noch einmal die neue Version und die neueste Version von dem Ruler's Thorn. Das war langweilig, auch von mir aus. Können wir mal gucken. Wir schauen reingehauen. Auf jeden Fall bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.